dezentrale Energieversorgung in Quartieren. Wir haben hier 5 Herren, die hier uns in der Talkrunde dabei sind. Ich fange mal hier an bei dem Herrn Thorsten Hager, bei dem Herrn Fietenbrink, dann der Herr Rieck, Herr Debus und der Herr Habermehl. Und Herr Hager, vielleicht stellen Sie sich kurz dann auch vor. Genau, mein Name ist Thorsten Hager. Ich bin bei der Hager Group in der Gruppenstrategie verantwortlich für den Bereich Geschäftsfeldentwicklung, global betrachtet über das gesamte Portfolio hinweg und natürlich auch, oder das beinhaltet natürlich auch unsere Energiemanagement-Themen, wie wir uns von Geschäftsfeldentwicklung strategischer Perspektive anschauen und schauen, wo sich die Zukunft hinentwickelt. Ja, mein Name ist Andreas Fietenbrink, ich bin Vice President in der Hager Group für Energy Management und Geschäftsführer der Hager Energy mit der Marke E3DC. Mein Name ist Henrik, arbeite bei der Alexander Meyer GmbH als globaler Produktmanager mit einer Vergangenheit von 30 Jahren Systemintegration. Mein Name ist Bernd Debus, komme von der Mittleren Netz in Gießen. Bin dort im Asset Management tätig. Ja, Andreas Habermehl, ich bin beim Zentralverband des Deutschen Elektrohandwerks und dort Geschäftsführer für den Bereich Technik und Berufsbildung. Ja, mein Name ist Hans-Jörg Langels, ich arbeite für die Siemens AG im Center of Competence für KNX in Regensburg und bin hier heute der Moderator dieser Talkrunde. Ja, wir starten damit, dass wir Sie auch mal ein bisschen einführen in das Thema. Was bedeutet eigentlich dezentrale Energieversorgung im Quartier? Und an der Stelle bitte ich den Herrn Debus, uns da einfach mal auch in das Thema einzuführen. Ja, wir haben in Gießen einen dezentralen Hybridspeicher aufgebaut. Der wurde politisch gefordert, weil wir in Gießen eine sehr grüne Stadtregierung haben. Und wir haben zusammen mit unserer Technischen Hochschule in Gießen und den Stadtwerken Gießen haben wir diesen Speicher aufgebaut. Es geht um ein Wohnquartier mit ca. 400 Wohneinheiten und die Forderungen der Stadt waren, dass also Ladeinfrastruktur in größerem Maß aufgebaut wird, dass 50% der Dachflächen mit PV belegt wird und dass das Ganze natürlich CO2-neutral, soweit es geht, gestaltet wird. Es sollten verschiedene Speichermedien dort Einzug halten und was das bedeutet, sehen wir gleich. Es wurde ein Förderantrag beim Bundeswirtschaftsministerium gestellt für einen sogenannten Hybridspeicher. Der Name dieses ganzen Projekts ist das sogenannte Flexquartier. Und es sollte also nicht nur Strom in Batterien eingespeichert werden, sondern auch in einem Hochtemperaturspeicher. So wurde dann eine Auskopplung in das Fernwärmenetz ermöglicht. Also das heißt, wir haben eine Sektorenkopplung im Bereich der Speicher. Zudem noch ein Batteriespeicher, der uns Systemdienstleistungen erbringen soll für das Stromnetz. Wie funktioniert dieser Hochtemperaturspeicher? Die Älteren von Ihnen kennen noch den sogenannten Blockspeicher. Dort wird im Prinzip wie bei einer Nachtspeicherheizung elektrische Energie über Heizstäbe werden Speichersteine erwärmt und genau dieses Prinzip ist hier auch. Allerdings ist die Speichertemperatur bei 1100 Grad und es wird über einen Warmluftstrom eine Rückverströmung über eine kleine Turbine durchgeführt, sodass also die Energie dort gespeichert werden kann und kann im Bedarfsfall über eine kleine Turbine wieder ins Stromnetz gelangen. Weiterhin sind noch zwei Wärmepumpen verbaut, die eine Auskopplung der gespeicherten Energie in das Fernwärmenetz ermöglichen. Also das heißt nicht nur eine elektrische Quartierspeicherung, sondern sektorenübergreifend. Sie sehen jetzt hier das Funktionsschema des Ganzen. Wir haben einmal auf der linken Seite den Hochtemperaturspeicher mit im nächsten dem Rekuperator
mit dem Generator, der uns dann wieder die Rückverstromung ermöglicht und auf der rechten Seite die beiden Wärmepumpensysteme mit jeweils Pufferspeichern und die Auskopplung in das Wärmenetz. Im oberen Quadranten des Bildes sehen Sie auch noch den Batteriespeicher. Das Ganze ist in einem Technikgebäude untergebracht unter Federführung unserer Technischen Hochschule. Wir als Netzbetreiber haben dort quasi eine Trafostation und die Netzmessungen installiert und wir haben dort ein öffentliches Netz dahinter, also kein reines Quartier, sondern ein öffentliches Netz. Und das öffentliche Netz spielt für die wirtschaftliche Betrachtung nachher eine dezentrale Rolle. Da kommen wir, glaube ich, im Laufe der Diskussion noch drauf, weil es gibt keine Wirtschaftlichkeit. So will ich nicht vorwegnehmen. Durch diese Autarkie, die dort erreicht werden soll, haben wir insgesamt auf die eingesetzte zur ausgegebenen Energie haben wir einen Wirkungsgrad total von 62%. Das heißt, Wärme und elektrische Auskopplung insgesamt liegen so bei 62%. Das war die Kurzvorstellung. Kürzer konnte ich es jetzt nicht machen. Ja, vielen Dank, Herr Depus, dass Sie uns da mal ein Beispiel in die Thematik eingeführt haben. Und ich würde gleich auch die erste Frage an Sie stellen. Und zwar, welchen Nutzen haben Ortsnetzbetreiber durch dezentrale Energieversorgung im Quartier? Also wir erhoffen uns insgesamt für Quartierspeicher eine Spitzenkappung im Netz, weil wir haben sehr, sehr viele Spitzen im Netz, die durch E-Mobilität oder auch durch PV entstehen. Und je dezentraler ich quasi einen Puffer dazwischen hänge, desto besser ist es eigentlich für das Netz. Wenn wir jetzt mal, wir haben alle was mit Elektrotechnik zu tun, Kompensation. Eine Zentralkompensation ist immer schlechter als die Einzelkompensation, das heißt an der Quelle. Ja, und genauso sehen wir das im Quartier, dass man an der Quelle dort die Spitzen schon wegnimmt. Bei einem richtigen Quartier reden wir ja eigentlich im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes über ein geschlossenes Verteilnetz, was aber für ein Wohnquartier in dieser Form, wie es Energiewirtschaftsgesetzes darstellt, überhaupt nicht machbar ist. Und wir versuchen halt durch dieses Forschungsvorhaben zu beweisen, dass wir mittelfristig Spitzenkappung können, dass wir Blindleistungsmanagement betreiben können. Wobei man muss das so sehen, dieses Quartier hat einen relativ kleinen Speicher und man muss das ja skalieren auf größere Einheiten. Weil wenn ich 600 kW Batterieleistung habe, das ist für einen Netzbetreiber, der eine Netzlast von 120 MW hat, natürlich ein Tropfen auf den Heiligen Stein. Ja, vielen Dank. Also Sie hatten davon gesprochen, dass dort letzten Endes auch die Kompensation direkt an der Quelle stattfindet. Quelle heißt in diesem Fall, weil wir ein dezentrales Netz haben, die einzelnen Gebäude. In dem Fall, sage ich mal, stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen muss denn der Gebäudeeigentümer im Gebäude für eine dezentrale Energieversorgung schaffen? Und an der Stelle würde ich die Frage an den Herrn Rieck weiterleiten. Also die Herausforderungen, die den Systemintegrator betreffen, haben wir ja aus der Komplexität, die wir gerade schon gehört haben, von meinem Vorredner erfahren. Um solche Systeme zu managen, gehört natürlich dazu, dass man die auch auf eine intelligente Art und Weise miteinander vernetzt, um auf bestimmte Veränderungen auch dementsprechend reagieren zu können. Und da stellen sich für den Systemintegrator sehr, sehr viele Herausforderungen, weil doch gerade für diese Anwendung keine standardisierten Systeme als solches vorhanden sind. Aber, und das sieht man hier auf der Messe sehr schön, es gibt natürlich viele, viele Anwendungen, die als Paket schon sehr hervorragende Arbeit leisten. Und darüber braucht es dann halt ein Managementsystem, was dann auch diese Gesamtsysteme erfasst. Das heißt, ich muss einmal Energie messen, muss sie verteilen. Dann muss natürlich wieder auch mit der Heizung und Klimatechnik zusammengearbeitet werden. Und da sprechen wir natürlich über verschiedene Protokolle, die auch miteinander vernetzt werden müssen. Und bei diesen Protokollen ist dann halt wichtig, dass man versucht, auf Standards zu setzen.
Da gibt es ja, wie wir hier ganz, ganz deutlich sehen, die KLEX-Standard, es gibt einen Magnet-Standard, es gibt also verschiedene Standards, auf die man darauf setzen sollte. Und dann ist es eigentlich, wir sehen hier auf der Messe sehr, sehr viele Systeme in diesem Bereich, die sich mit Energiemanagement, mit Ladenmanagement oder Systeme heutzutage befassen und die dann richtig einzusetzen. Wenn wir jetzt von einer physikalischen Vernetzung ausgehen, das ist heutzutage relativ unkompliziert, da also die meisten Systeme doch über IP angeboten werden können und auch diese Protokolle über IP bereitstellen. Das heißt, von der Warte aus muss einfach ein Haustechniknetzwerk installiert werden, nennen wir es mal so, was diese gesamten Systeme auch miteinander vernetzt. Wenn ich in meiner Tätigkeit, wir sind auch global unterwegs, wenn ich mit meiner Tätigkeit mit vielen Systemintegratoren spreche, finden wir allerdings, dass da immer noch eine kleine Disruption da ist zwischen den Heizungsinstallateuren, Wasserinstallateuren und den Elektrogewerken. Und da muss auch mal ein Schulterschluss stattfinden. Ja, also da gibt's die leben noch ein bisschen so in Inseln, wollen sich eigentlich nicht so richtig annähern. Und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen Handlungsbedarf, dass die vielleicht auch ein bisschen näher zusammenrücken und sagen, lass uns doch jetzt mal hier eine Wärmepumpe bauen, die vielleicht direkt integrierbar ist und wir geben euch alles, was ihr braucht, um diese nahtlos zu integrieren. Da ist immer noch so ein bisschen Verhalten. Eigentlich will man es. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich da Business dahinter steckt. Aber das könnte dem System gerade auch helfen, das etwas geradliniger doch durchführen zu können. Okay, das heißt, die Gewerketrennung spielt da durchaus eine Rolle und dass sie zusammenkommen würde definitiv, so habe ich Sie verstanden, dazu beitragen, dass es deutlich einfacher für alle Beteiligten wird, auch im Gebäude entsprechende Effizienz zu erreichen. Absolut, weil ich sehe so, das Endziel ist ja bei allen das gleiche. Wir wollen energieeffiziente Gebäude und in diesem Fall sogar autarke Gebäude schaffen und da müssen die Werke einfach zusammenarbeiten und auch ein bisschen dichter zusammenrücken und auch mal sagen, okay, gemeinsam schaffen wir das Ziel. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin, keine Frage. Das zeigt auch die Messe hier, die Leitenden Building, da kann man das gut sehen. Aber es ist dann immer noch so ein kleiner Step zu gehen, um das einfacher gestalten zu können. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Systeme da sind am Markt, die funktionieren. Die Systemintegratoren sind auch in der Lage, die zu vernetzen. Aber es ist teilweise auch mit viel Aufwand noch verbunden, dass es so reibungslos funktioniert, wie es dann am Ende funktionieren soll. Okay, das heißt, Sie sorgen dafür, dass funktionierende Gebäude rauskommen. Aber zunächst mal muss ja jemand den Willen haben, das auch zu setzen. Und da möchte ich an Sie, Herr Habermehl, die Frage stellen, welchen Nutzen haben denn eigentlich Gebäudeeigentümer bzw. die Betreiber durch dezentrale Energieversorgung in Quartier? Ja gut, der Nutzen liegt ja auf der Hand. Wenn ich meine Energie selber erzeugen kann, brauche ich nicht einkaufen. Das ist auch das Ziel, glaube ich, für der Betreiber, warum man sowas überhaupt macht. Aber ich möchte vielleicht noch kurz auf das eingehen, was Herr Rieck gerade gesagt hat. Der ist ja Systemintegrator. Es gibt ja inzwischen den Ausbildungsberuf Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Dieser neue Ausbildungsberuf soll ja genau das schaffen, diese Zusammenführung der Gewerke übergreifend, sektorübergreifend auch agieren können, die Themen verstehen und untereinander vernetzen können. Quasi das, was bisher auch gefehlt hat, tatsächlich, gebe ich dir recht, René, das wollen wir mit diesem neuen Ausbildungsberuf schaffen. So, aber nochmal zurück zu der Frage, wenn der Betreiber den Vorteil haben will, dass er eben seine eigene Energie auch erzeugt, braucht auch gewisse Voraussetzungen. Das Gute ist eigentlich immer, dass der Elektriker immer der Erste ist, der mit dem Kunden spricht. Ja, und er muss aber auch schon das Verständnis haben, was muss ich vorsehen, damit ich später auch die ganzen Dinge überhaupt vernünftig integrieren kann. Ja, es fängt schon an, ich brauche einen vernünftigen Zählerschrank, wo alles zusammenführt. Das reicht halt nicht mehr aus, wenn ich nur zwei Reihen Schrank dahin hänge. Ich brauche entsprechende Möglichkeiten, das Ganze auch intelligent zusammenzuführen an eine Stelle, um es dann wiederum
auch so verteilen zu können, wie es der Betreiber braucht und so, wie es halt auch die Gegebenheiten dann von außen sind und wie die Energie auch zur Verfügung steht. Okay, das heißt, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, ist der Nutzen da. Die Frage ist, der Investor im Gebäude ist dann da tätig. Die Frage, die ich an Sie habe, Herr Fiedenbrink, ist, wie unterstützen oder behindern rechtliche Rahmenbedingungen heute die dezentrale Energieversorgung in Quartieren? Ja, meiner Meinung nach behindern die ausschließlich. Ich möchte nur mal zwei Sachen sagen. Einmal das Wärmeproblem, das Batterie, PV oder elektrische Problem ist ein rein technisches, das ist lösbar. Was nicht so einfach lösbar ist, ist das Rechtliche. Sprich, man hat bei erneuerbaren Energien in Gebäuden oder beim sogenannten Nicht-Letztverbrauch, das heißt, wenn ich erneuerbare Energien an einen Dritten weitergeben möchte, oder das heißt, es ist mal flapsig von Haus über ein öffentliches Netz an ein anderes Haus, dann habe ich halt Probleme, weil ich eben eine sehr stringente, in Deutschland überbordende Bürokratie habe. Und die kann ich auch nicht so einfach überwinden. Obwohl die EU-Rahmenrichtlinien das alles fordern, ist das in Deutschland nicht umgesetzt. Und es gibt auch keinen Willen, das umzusetzen. Ich mache mal zwei Beispiele. Sie können in Deutschland keinen PV-Strom in eine öffentliche Ladesäule bringen. Das können Sie zwar probieren, es ist aber weder messtechnisch noch messkonzepttechnisch noch abgabentechnisch wirklich final machbar. Und genauso ist es auch schwer, in einem Mehrfamilienhaus einfach den Strom des Erzeugers oder Betreibers an Mieter weiterzugeben. Und da gibt es, Robert Habeck hat das versucht zu vereinfachen durch virtuelle Summenzähler und solche Geschichten. Aber im Grunde genommen kann man sich zwei Sachen merken, die sind wirklich wichtig. Das eine ist, wenn ich Strom, den ich selber erzeuge, an Dritte weitergeben möchte, dann muss ich Abgaben auf den Strom herausrechnen. Ich bin gar nicht gegen Abgaben, aber man könnte das viel einfacher machen, indem man das handelsrechtlich macht. Weil Sie können die Abgaben teilweise gar nicht rausrechnen, weil Sie haben ja bunten Strom. Oder Sie müssen das so aufwendig machen, über Zähler, ich habe nichts gegen Zähler oder Messkonzepte, aber das Grundproblem in Deutschland ist, es gibt ein hoheitliches Messstellenbetriebswesen und das ist nicht digitalisiert. Das ist Stand 1920. Ja, Sie kommen an die Daten von Zählern nicht ran, auch beim Smart Meter nicht. Sie als Betreiber nicht oder Sie als wettbewerblicher Messstellenbetreiber tun sich da sehr schwer mit. Das heißt, Sie kommen nicht an digitale Messdaten heran. Sie sind auch gar nicht digital. Und Sie müssen noch Abgaben auf Ihren eigenen Strom herausrechnen, sonst dürfen Sie den gar nicht an Dritte weitergeben. Und das könnte man alles viel einfacher regeln, indem man einfach sagt, hör mal zu, lieber Erzeuger, du hast jetzt hier einen gewissen Steuersatz auf deine erneuerbare Energie und den bezahlst du auch. Dafür darfst du sie verteilen, wie du das möchtest, solange du das über eine saubere Messstelle, beispielsweise einen MID-Zähler, ordnungsgemäß tust. Und das andere ist, wenn Sie zum Beispiel in einem Areal wohnen, also ein einfaches Beispiel, Sie haben jetzt 6 Mehrfamilienhäuser und also es ist ein Neubau, sagt jetzt der Betreiber des Areals oder der Community sagt, ich baue mir da jetzt noch eine eigene Erzeugung hin. PV-Anlage, vielleicht noch ein BHKW oder einen thermischen Speicher. Und dann möchte der das jetzt an die Gebäude verteilen. Dann muss der ja über öffentliches Netz, es sei denn, er macht das zu seinem Netz, dann ist er Arealnetzbetreiber. Und das kann er in der Regel gar nicht tun, weil er die zugehörigen Pflichten gar nicht erfüllen kann. Und sobald er über öffentliches Netz muss, wird er weder den Messstellenbetreiber finden, er ist rechtlich kommunal, der ihm das herausrechnet oder macht. Das heißt, er kann es de facto nicht tun. Und auch die EU, die sagt, es gibt ein Durchleitungsrecht, wird nicht ausgeführt. Das heißt, solange wir in Deutschland die Sachen nicht einfacher machen, wird das auch nicht stattfinden.
Das heißt, wir haben 2 Millionen Erzeugungsanlagen, PV-Anlagen, wir haben auch 1 Million Speicher. Aber das sind zum großen Teil alles entweder reine Erzeuger oder Letztverbraucher. Aber wenn Sie jetzt Quartier oder mehrere Menschen oder Interaktionen, ja, da wird es sehr, sehr, sehr schwer. Das heißt, Deutschland lässt sich im Gebäude, und das ist ja nun mal unser Lieblingsspielzeug, ja, nicht so einfach dekarbonisieren, wenn Sie den Strom mischen oder verkaufen oder übertragen wollen. Schwieriges Thema, ich hoffe, ich habe es einigermaßen rübergebracht. Also zumindest bei mir ist angekommen, dass wir dort regulatorisch offenbar sehr, sehr hohe Hürden haben. Herr Rieck, Sie haben noch eine Ergänzung. Ich brauche noch mal ganz kurz einhaken, und zwar alles richtig. Das ist genau auch ein großes Problem. Und wenn wir mal andere Länder dieser Welt schauen, die da ein bisschen pragmatischer an die Sache rangehen, funktioniert das auch. Also nordische Länder wie Finnland zum Beispiel, die haben da ein ganz anderes Thema. Da sind die Energieversorger auch willens, damit zu arbeiten und damit dabei zu sein. Da geht das auch. Wir haben jetzt, ehrlich gesprochen, wir tendieren immer dazu, alles überzuregulieren zu wollen. Und dabei verlieren wir uns irgendwann in den ganzen Gesetzen und Tätigkeiten. Und das ist ja genau das, was Frau Redan gesagt hat, dass wenn ich Energie verkaufen will, muss ich ja Energieversorger sein, offiziell. Und dann habe ich halt auch das ganze Netzdurchleitung und das ganze Thema. Und Netzdurchleitung, wem gehören die Netze? Ich muss mit denen dann Verträge machen. Sind die bereit dazu? Lassen die mich überhaupt? Und so weiter und so fort. Und da gibt es halt keine klaren Regelungen. Oder wenn es Regelungen gibt, dann sind die mittlerweile so aufgebaut. Und da ein ganz großes Beispiel ist zum Beispiel die Smart Meter Regelung, das Smart Meter Gateway. Also es wird ausgerollt, ja, aber im Moment ist es unbrauchbar, weil die Regulierung dafür einfach so starr sind, dass ich eigentlich keine Chance habe, als Systemintegrator das überhaupt zu verwenden. Und wir enden, und das hat er ja auch gesagt, wir enden wieder da an dem Thema, dass Subzähler eingebaut werden, um zum Beispiel ein Energiemanagement einzubauen. Das ist super toll für alle, die Zähler herstellen, aber im Endeffekt doch völlig vorbei an dem, was das Smart Meter Gateway Konzept einmal gewesen ist. Also da muss auch die Politik noch mal ein bisschen nachdenken und sagen, guck mal, das müssen wir jetzt vereinfachen, das ganze Verfahren, und dann, glaube ich, sind wir auch auf einem guten Weg. Und weil technisch ist alles vorhanden, die Hersteller haben die Lösung, und von daher muss da auch noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Diese Ungewissheit führt natürlich auch beim Investor immer, wir gucken uns das auch mal an, wir rudern ein bisschen zurück und so weiter und so fort. Also das Interesse oder der Vorteil für den Investor wäre da, wenn regulatorisch, sagen wir mal, nicht administrative und andere Kosten auf ihn zukämen und vor allem auch eine entsprechende Rechtsunsicherheit da ist, die ich ja aufgehört habe. Ne? Da stellt sich natürlich die Frage, Sie hatten schon Finnland angesprochen, wie sieht es in anderen Ländern aus, Herr Hager? Was sind da die Erfahrungen oder was wissen Sie dazu? Ja, also wir haben einmal gehört, Finnland, skandinavische Länder sind hier offener. Das trifft auch auf Schweden, Norwegen zu. Es gibt viel mehr Modelle, viel mehr Marktmechanismen, um einfach auch in Richtung, ein bisschen rausgedacht aus dem Quartier, in Richtung der Netzbetreiber, Systemdienstleistungen zu erbringen auf einfache, pragmatische Art und Weise. Wir sehen Gleiches in Frankreich. Natürlich mit einer zentralistischen Struktur. Auch dort haben Sie die Möglichkeit, als Gebäudebesitzer von großer PV-Speicheranlage, was auch immer, Leistung flexibel anbieten zu können, flexibel vermarkten zu können, auf relativ einfache Art und Weise mit klaren, einfachen Regelungen und nicht allzu kompliziert, wie wir das hier in Deutschland tatsächlich tun, Stand heute, wo wir doch, ich würde mal sagen, außer Primär-Sekundär-Regelleistung, die sehr aufwendig in der Zertifizierung ist, wo ich sehr große hohe Anforderungen habe an die zu erbringende Leistung, es ist faktisch in der Breite nicht möglich ist, ist eben in Frankreich tatsächlich auch mit Kleinstsystemen möglich, hier zu agieren. Und das unterstreicht eben diesen ganz regulatorischen Rahmen, den wir hier in Deutschland sehr, sehr eng gestrickt haben, sehr komplex gewählt haben, der sich im Prinzip durch das ganze Energiesystem durchzieht.
Gut, also in anderen Ländern ist es durchaus möglich. Das sehe ich da so nicht an der Physik oder an Investitionsbereitschaft, sondern durchaus jeweils an den entsprechenden Rahmenbedingungen. Wir haben ja in Deutschland sowohl unständige Messstellenbetreiber als auch die wettbewerblichen. Inwieweit wären denn wettbewerbliche Messstellenbetreiber da in einer anderen Rolle oder in anderen Positionen? Vielleicht kann ich das noch beantworten. Also der wettbewerbliche Messstellenbetreiber unterscheidet sich ja von seiner Natur des Geschäfts nicht vom Messstellenbetreiber im klassischen Netz. Er ist halt vielleicht ein bisschen flexibler und ein bisschen mehr vor Ort und ein bisschen digitaler. Aber die Aufgabe wird ja nicht leichter dadurch. Das heißt, der tut nur das, wo der kommunale oder große Versorger, der seinen Messstellenbetrieb nach wie vor mit dem Netz nicht anbandelt hat, ein bisschen agiler und flexibler, aber die Komplexität kann er ja nicht rausnehmen. Das heißt, jeder, der mal versucht hat, einen sogenannten dynamischen Stromvertrag, was übrigens das Begriff ist, zu bekommen, der scheitert ja schon daran, dass er keine offizielle Messstelle bekommt, die das tut, was verlangt wird. Und darf ich vielleicht mal sagen, Firma Tibber macht es eben sozusagen im Marketing, aber die machen es ja nicht richtig. Wenn Sie sagen, Sie machen es nicht richtig? Naja, die verwenden halt keine offiziell zugelassenen Messstellen. Also können die auch keine 15-Minuten-Daten als mit einem wettbewerblichen Messstellenbetrieb verrechnen. Und da geht man halt den Weg des geringsten Widerstandes und macht halt Marketing, aber man macht keine Energiewirtschaft. Das ist schon schwierig und traurig auch, finde ich. Nochmal, es geht darum, die Abgaben in clevere Steuern zu verwandeln und nicht eine Messstelle und eine Energieversorgerrolle zu erzwingen. Der Staat muss zu seinem Recht kommen, wir wollen auch keinen Wilden Westen haben, aber die ganze Bürokratie, die mit der Messstelle und im Weiterverkauf von Strom im Energiewirtschaftsgesetz ist, das kann nicht so bleiben. Oder wir werden halt nicht dekarbonisiert. Okay, das ist einfach. Also, das ist natürlich eine harte Ansage an der Stelle. Ja, nicht, die setzt nicht, für nicht, den Bürger, nicht für den Bürger, der in seiner Wohnung sitzt und auch erneuerbare Energien haben möchte, oder nicht für den Firmenwagenfahrer, der zur Arbeit fährt und sein Chef kann ihm keinen PV-Strom geben. Man begrenzt sich halt da auf rechtlich einfache Modelle, das heißt Letztverbrauch. Aber das reicht nicht, um den nächsten Schritt der Energiewende zu machen. Jetzt sind Sie ja Speicherhersteller. Inwieweit, sage ich mal, gibt es denn für Gebäudeeigentümer, die ja durchaus ein Interesse daran haben, Eigenversorgung herbeizuführen, nicht nur vom Netz zu beziehen, gibt es über Speicher Möglichkeiten, dies vorzubereiten und sich auch ohne Quartierslösung, sage ich mal, schon in die Richtung zu begeben, dass er die Vorteile später einholen kann? Das ist ja schon das Volumengeschäft, das funktioniert ja einwandfrei. Aber da passiert ja eigentlich alles in Ihren eigenen vier Wänden. Sprich, da können Sie natürlich sozusagen tun, was Sie nicht lassen wollen. Und Sie können dort den Strom mischen, wie Sie das für richtig halten. Aber Sie können es zum Beispiel nicht an Nachbarn weitergeben. Oder Sie können beispielsweise, wenn Sie ein Mietshaus haben, nicht so einfach die Mieter versorgen, wie Sie das gerne hätten. Okay, ja. Mit dem einfach nochmal die Frage zum Schluss, wann werden Quartierslösungen aus der Pilotierung, die ja jetzt offenbar läuft, in eine breite Anwendung übergehen? Von vielleicht bei Ihnen an, Herr Hager. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich denke, aus der Diskussion kommt heraus, ab dem Zeitpunkt, wo die Regulatorik einfacher wird. Und wann das sein wird, das steht so ein bisschen in den Sternen und ist nicht unbedingt von uns als Hersteller zu beeinflussen. Wir können die technologischen Lösungen bereitstellen, wir werden die Technologie ermöglichen, wir unterstützen auch Gebäudebesitzer dabei, die Prozesse im Gebäude, Stichwort Mieterstrom, handelbar gemacht zu bekommen. Aber wir können natürlich die Politik nicht ändern oder die politischen Entscheidungen nicht ändern. Was man vielleicht noch sagen kann, Sie werden auch keine Elektroautos als Speicher sehen in Deutschland, weil die Regulatorik da genauso zuschlägt. Also, es macht ja nur Sinn, laut Herbert Diess, ein Elektroauto zu fahren, wenn es mit Grünstrom beladen wird. Und wenn Sie das nicht können, macht es halt weniger Sinn.
Also bidirektionales Laden ist zum Beispiel, aber S-Auto ist ja letztlich nur ein Netzelement, aber es scheitert halt an der gleichen Versorgungslücke, wenn es von Dritten beladen werden muss. Okay. Ich kann nur aus der Sicht der Integration sagen, dass die Hersteller alles geben. Alles ist da, technologisch, wie der Hager das schon gesagt hat. Und auch in breiter Auswahl. Also es gibt jetzt nicht nur einen Hersteller, der diese Lösung anbietet, sondern ich habe auch eine Auswahl an Lösungen. Es gibt die Management-Systeme, die in der Lage sind, sowas zu managen. Und wir kommen wieder auf denselben Punkt zurück. Wenn die Regulatorik passt, dann kann das auch umgesetzt werden. Ja, von meiner Seite als Netzbetreiber nochmal ja eigentlich das Widerspenstige in unserem System. Wir haben einerseits erneuerbare Energien, die über Redispatch 2.0 abgewickelt werden. Wir haben jetzt seit dem 1.1. den Paragraphen 14a der steuerbare Verbrauchseinrichtung auch wieder abgewickelt. Hätten wir dezentrale Speicher, könnten wir vieles von diesem vermeiden. Und ich muss Ihnen recht geben, die Regulatorik nimmt ein Übermaß auch bei den Netzbetreibern an. Wir bauen eine Bürokratie auf, die ist unermesslich. Und wir sind eine kleine Netzgesellschaft. Gerade die Kollegen, die sich mit dem Thema Netzabrechnung und auch EEG-Abrechnung befassen, die werden bald wahnsinnig. Aufgrund ständig neuer Ideen, die Bundesnetzagentur als unsere Aufsichtsbehörde hat. Von daher eigentlich der Appell, physikalische Gesetze können wir nicht ändern, aber politische Gesetze, die müssen wir ändern, dass es für alle einfacher wird. Und nur dann kann es gelingen, die Dekarbonisierung weiter nach vorn zu bringen. Ob wir sie bis 2045 schaffen, wenn unsere Bundesregierung in diesem Tempo weiterarbeitet, bezweifle ich. Vielleicht noch einen Nachsatz. Also, dass wir das Netz brauchen und dass das Netz ausgelastet ist, da haben wir ja gar keinen Zweifel dran. Das wird sich immer verschlimmern. Aber Sie müssen halt sehen, dadurch, dass ich glaube, der Leo Birnbaum hat es jetzt mit McKinsey nochmal einen Auftrag gegeben, von E.ON aus, der Strom, das Netzentgelt wird halt umso mehr steigen, je mehr Netzausbau wir brauchen. Und je mehr erneuerbaren Strom wir vor Ort verbrauchen, umso weniger muss das Netz ausgebaut werden. Wenn wir aber nur privilegierte Einfamilienhausbesitzer bestromen, dann wird das halt nicht reichen. Und der erneuerbare Strom, ich sage es mal flapsig, mir ist das ehrlich egal, über welches Netz der fließt und Ihnen wahrscheinlich auch. Aber er muss halt lokal weg. Und er wird halt lokal nicht weggebracht, weil es keine Abnehmer mehr gibt. Okay. Herr Habermehl. Ja, jetzt ist ja schon alles gesagt, nur von reden. Also ich kann dem allen nur zustimmen. Es ist alles richtig. Wir haben auch vom Elektrohandwerk, wir haben die Ausbildung, wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir setzen das, was wir dürfen, was wir können. Können tun wir viel mehr. Aber wie gesagt, auch uns hindert letzten Endes dann die regulatorischen Verhältnisse. Ich habe vorhin gehört, die Verbände werden da aufgerufen, entsprechend da sich reinzuhängen und entsprechend die Politik zu informieren, anzusprechen. Und ich denke, dass sicherlich das ein Thema ist, das Sie auch angehen. Ja, wenn ich zusammenfasse, das Thema dezentrale Energieversorgung in Quartieren ist in der Erprobung, in Versuchen. Es wird auch entsprechend gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Wir haben im Gebäude die Möglichkeit, letzten Endes auch Anlagen zu errichten, die Energiemanagement im Gebäude optimieren und die Nutzung dort optimieren und das auch dann abgeben können als Netz, was tatsächlich im Gebäude nicht mehr verwendet oder gespeichert umgesetzt werden kann. Wir haben einige Herausforderungen auf der Netzseite, insbesondere dadurch, dass wir nicht vom Gebäude effizient ins Netz hineinbringen können und dort halt eben aufgrund regulatorischer Bedingungen. Und es ist nicht die Physik, also gottgegebene Dinge, sondern es sind letzten Endes Dinge, die regulatorisch sind. Und wie schon angesprochen, es gibt andere Länder, die offenbar in der Lage sind, das etwas einfacher zu handhaben, als dass wir es hier in Deutschland tun. Und ich denke,
Wenn wir das in Europa, in anderen Ländern schaffen, wäre es vielleicht auch etwas, was wir uns in Deutschland mal anschauen sollten. Und ich danke Ihnen allen für Ihren Beitrag. War eine sehr spannende Diskussion. Und ja, schauen wir vorwärts, was sich da bewegt. Dankeschön.